Am Ende des Videos packe ich zwei kurze Sachen ans Ende, einfach nur, weil sie mich richtig aufgeregt haben, ja. Aber es kommt alles am Ende. Das eine Mal habe ich einfach einen coolen, kleinen, ja, gesplittet, einen Quad-Feed gemacht. Der war extrem schnell und cool. Und das andere Mal, weiß nicht was genau, aber da kommt noch irgendwas. Also zwei Sachen sind am Ende. Also passt da auf, vielleicht könnt ihr da ja mal kurz zugucken, ja. Neulich im Biologieunterricht kam ich auf eine richtig komische und verrückte Idee. Ich kam auf die Idee, dass es vielleicht sein könnte, dass... Na, ich kam nicht wirklich auf die Idee, dass es so sein könnte. Es war vielleicht eine kleine Theorie. Nein, wir haben uns die Struktur eines Auges angeguckt, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das ungefähr aussieht, aber ich glaube, vielleicht, ich versuche mal ein Bild zu finden und blende das jetzt ein. Ja, auf jeden Fall sah das so verdammt abgespaced und komisch aus. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass es sein könnte oder dass es vielleicht so ist. Ich meine, dass wir... Oh Gott, ich bin ab und zu einfach so konzentriert gerade, weil ich zerberste die Gegner. Unglaublich. Holy shit. Da war ein Triple. Da war ein Triple. So, jetzt nochmal zum Thema, okay? Ich habe mir auf jeden Fall vorgestellt, dass es vielleicht sein könnte, dass unser ganzer Körper, alle Sachen, die so wie sie funktionieren und so weiter und so fort, Immunsystem und so weiter, ja? Kann es vielleicht sein, dass alle von diesen Dingen einfach nur eine Technologie von irgendeiner Alienrasse ist? Oh. Jetzt kommen 100 pro Leute an und sagen so, Technologie ist doch mit Strom und so weiter und so fort, aber... Aber ich meine, es könnte ja sein, dass auf einem anderen Planeten, in einem anderen Universum, wo andere Gesetze gelten und so weiter und so fort, dass es dort quasi das die Technologie ist. Oder irgendwie sowas. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich versuche euch zu sagen. Nein, nicht, dass ich zu den Illuminaten gehöre. Nein, ich bin auch kein Alien. Nein, ich will nicht sagen, dass ihr irgendeine komische Erfindung von irgendeiner Alienrasse seid. Es war nur eine kleine Idee, die ich hatte, okay? Oh, den wollte ich nicht mal treffen. Oh, da waren wieder so viele. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass alle diese komischen Zufälle einfach so entstanden sind aus der Natur heraus. Ich meine, wir sind doch eigentlich alle so wie in so einem Lego-Baukasten. Wir müssen doch irgendwie, irgendwann mal, entweder uns so entwickelt haben, dass der Körper weiß, ja, das ist gut, weil wenn das passiert, dann regeneriert sich zum Beispiel die Haut oder was weiß ich. Das muss doch irgendwann mal entstanden sein, ja? Oh Gott! Ich weiß, es gibt die Welt schon lange und ja, das könnte alles so entstanden sein, ja? Und wenn es so ist, ist es wirklich, wirklich krass, was Natur und sowas machen kann, ja? Aber ich kann mir vorstellen, dass da so ein kleiner Alien namens Heinz Dieter irgendwann da einfach mal so saß und sich so gedacht hat, erfinden wir einmal eine Rasse, die irgendwie was Cooles kann. Wie wär's denn mit dem Namen Mensch für diese Rasse? Ich meine, es kann alles sein, ja? Ich habe dieses Spiel so unglaublich rasiert. Gibt es gar nicht. Naja, gucken wir mal, ob es hier wieder so wird. Wenn ihr also euch mal überlegt, falls es so ist, dass Aliens unsere oder irgendwie eine komische Rasse von dem ganzen Universum, unsere Rasse sozusagen erschaffen hat, ja? Oder generell Leben auf der Erde. Oh, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Du wirst es nicht machen. Nee. Was bist du denn für ein Hurensohn? Oh, halt die Fresse, du kleine scheiß King Riley, Alter. Guckt ihn euch an. Was ist das für einer, hä? Was hast du deiner Verteidigung zu sagen? You are exposed. Halo Elite 4, du bist ein confirmed Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Hurensohn, Scheißwichser, Arschloch. Guckt ihn an, er sah gerade so aus, als würde er scheißen müssen, Alter. Oh, you touch my tra-la-la. Und jetzt denkt er, er ist ein cooler Typ, weil er die ganze Zeit Kills macht, oder was? Werd erstmal in echt so gut mit deiner Sniper, okay? Ne, ich verlass die Leute. Nices Spiel. Ja, ich hab mich wirklich rasiert. Letzte Runde war besser. Na, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, das kleine Thema hat euch mal gefallen. Denkt mal ein bisschen drüber nach. Es kann auch wirklich sein, oder? Ich hoffe, das kleine Thema hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht euch bereit, wir sind in Interfive. 3, 2, 1.